Im Herzen Berlins, direkt im historischen Stadtzentrum der Bundeshauptstadt, wird das geschichtsträchtige, 1950 gesprengte Berliner Schloss wieder aufgebaut. Die gesamte Rekonstruktion der Schlossfassaden mit Kosten in Höhe von 105 Millionen Euro wird von Spendengeldern bezahlt, die der gemeinnützige Förderverein Berliner Schloss e.V. einsammelt. Engel und Völkers Capital unterstützt den Verein bei seinem Vorhaben. Jede Spende, die über die Crowdfunding-Plattform eingesammelt wird, stockt Engel und Völkers Capital um 10% auf. Die historische Barockfassade wird wie vor 300 Jahren in alter Handwerkskunst rekonstruiert. Zu den Glanzlichtern zählt der berühmte Schlüterhof. Für die Innengestaltung des Schlosses ist eine moderne Ausgestaltung vorgesehen, da das Humboldt-Forum verschiedenen Ausstellungen, Museen und Veranstaltungen Raum bieten wird. Das Berliner Schloss stellt die Mitte Berlins als das früher berühmte architektonische Gesamtkunstwerk wieder her. Es wird fast originalgetreu an seinem historischen Platz auf der Museumsinsel direkt am Spreeufer errichtet. Nur wenige Meter entfernt beginnt die Prachtstraße unter den Linden, die bis zum Brandenburger Tor führt. Gemeinsam mit dem UNESCO-Welterbe Museumsinsel bildet das Berliner Schloss künftig wieder das kulturelle Zentrum der deutschen Bundeshauptstadt. Der von Wilhelm von Bodin gegründete gemeinnützige Förderverein gilt als Initiator des Wiederaufbaus des Berliner Schlosses seit der Wiedervereinigung. Seit 2012 wird an der Schlossbaustelle gearbeitet. Die Eröffnung ist für den Herbst dieses Jahres geplant. Zur Finanzierung der Rekonstruktion der historischen Fassaden fehlen aktuell noch rund 6 Millionen Euro. Berlin ist im Krieg schwer zerstört worden und es hatte durch Selbstabriss nach dem Krieg im Zentrum weitgehend seine Identität verloren. Für diese Identität stand das Schloss, weil alle Gebäude vom Brandenburger Tor bis zum Dom und Alten Museum sich auf das Schloss bezogen. Mit der Rückkehr des Schlosses erhält Berlin seine Identität zurück und ist wieder das große architektonische Kunstwerk Mitte Berlin. Der Deutsche Bundestag hat 2002 beschlossen, dass das Schloss in seiner äußeren Gestalt in Berlin wieder aufgebaut wird. Aber er hat zur Bedingung gemacht, dass die gesamte Mehrpreis der Schlossfassaden gegenüber einem modernen Gebäude privat über Spenden finanziert wird. Und wir haben Ja gesagt und uns gar nicht erschrocken, dass das über 100 Millionen Euro sind. Und wir sind einen Riesenschritt auf diese 100 Millionen schon zugegangen und freuen uns natürlich über jeden, der uns dabei unterstützt. Und als das Angebot von Engel und Völkers Capital kam, dass sie ein Crowdfunding für uns machen wollen, ging bei mir die Sonne auf und ich habe mich riesig gefreut. Vielen Dank.